Gut. So, die haben jetzt hier erstmal ein bisschen was zu tun. Ich finde das echt genial mit dem Portal, ne? Das muss ich mal so sagen. Kann man echt was mitmachen. Da ist wieder so ein Nebelteil. Portal ist zu Ende. Naja, gut. Dann können wir das erstmal so machen. Okay. Die können ja dann oben wieder durchs Portal, genau. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Und hier könnten wir ein bisschen Wasser, aber wir haben, glaube ich, erstmal genug Wasser. Als nächstes sind die Pimp 4 dran. Das habe ich, glaube ich, schon 10 Mal jetzt gesagt. Ich weiß, es tut mir leid. Aber was ist jetzt? Warum gehst du hier lang? Was machst du? Ah, Knochen. Okay. Wolltest du etwa auch die Knochen holen? Was willst du holen? Was machst du? Warum hast du deinen eigenen Willen? Boah, guckt euch das mal hier an, wie das hier zugewachsen ist. Zum Glück für uns, so sind die nicht rausgekommen. Anscheinend können die nicht irgendwie hochkrabbeln oder so, sondern nur auf dem Boden rumspringen. Wir müssen also irgendwie das Teil da kaputt kriegen. Er trinkt? Naja, stell dich mal nicht so an. Hey, was machst du? Was, springst du wieder zurück ins Wasser? Ich glaube, du hast ja nicht mehr alle. Hier Sand mitnehmen, Kohle mitnehmen. Gut. Das sollte dann auch erstmal wieder reichen. Ich hatte das nur gemacht, weil wir keine Steine mehr richtig hatten. Gut, jetzt haben wir 10 Stück, weil hier unten keine Steine sind. Aber uns ist ja auch die Kohle ausgegangen und viele andere Dinge. Jetzt könnten wir hier eigentlich mal Fackeln anbringen. Vielleicht nicht eine Fackel, sondern diese super duper schicken Wandlampen, die wir hier haben. Die können wir doch mal nehmen. So. Da sind wieder Samen, Seeds rausgekommen. Können wir, glaube ich, auch noch mal hier. Ich glaube, ja, wir haben ein paar Stück. Können wir hier auch nochmal verteilen. Ah, da soll eigentlich ein Baum wachsen. Machen wir da noch vor unserer Haustür. Und da und da. Hier wachsen langsam auch mal wieder Bäume. Sehr gut. Die Beeren können wir abtragen. Das Portal ist wieder weg. Na egal. Jetzt können sie doch hochklettern. Oder? Was mit dir? Geh mal schlafen. Ja, die rutschen einmal wieder runter. Ja, ist ein ordentlicher Kletterweg, den die da hinlegen müssen. Ich glaube, ich sollte da vielleicht mal eine Leiter bauen, ne? Ich mal eine Leiter rauf. Aber ich meine, mit dem Portal braucht man auch keine Leiter. Das ist immer so ein bisschen Zwiespalt. Was sammeln die denn da hinten die ganze Zeit? Was ist das denn hier? Wickeln hier so ein Eigenleben, Zwerge. Nun gut, was machst du da? Du willst wieder eine Runde Ertrinken spielen? Du machst mit? Oh, gleich kommen wieder die Viecher. Was macht ihr denn da jetzt noch?
Ah, da ist eine Wandlampe. Die ist aber echt schön hell, ne? Da ist die nächste Wandlampe. Ja, die sind super, die Dinger. Ja, sammel die Sachen mit und dann. Dann noch eben einen Erdblock rein und dann hoch mit euch. Was machst denn du da? Hör doch mal auf damit. Kannst du Wasser schöppen da? Dann ertrinkst du auch nicht mehr. Eierkopf. So, wer von euch brauchte jetzt nochmal hier irgendwie. Da ist das Portal gewesen. Hier, du musst mal schlafen gehen, mein Freund. Und der Rest wird es schon irgendwie schaffen. Das Portal war hier hinten links irgendwo, ne? Oder war es doch rechts? Diesmal von rechts. Ah, diesmal von hier. Okay. Gut, Freunde. Dann verteidigt mal hier das schicke Stück. Wofür brauche ich diese blöden Schienen? Ich verstehe es noch nicht. Wenn ich hier so einen langen Gang grabe oder was, soll ich dann immer in eine Richtung graben und dafür brauche ich dann Schienen oder was? Ich weiß es noch nicht. Muss man noch irgendwie mal gucken. So, er schläft jetzt seinen Rausch aus. Ey, was soll das denn? Oh, verdammt. Das ist ja sowas von uncool. Die graben sich da jetzt einfach durch. Schneller, schneller. Bau das doch dahin. Nein. Go, 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 Leute. Oh Gott, was bist du für ein Trottel? Uah. Weg mit dir. Level aufgestiegen, sehr gut. Uah. So. Ja, lauf mal, mein Freund. Sehr gut. Schießen weg. Sehr gut. Ah, da ist der Neue. Der Neue braucht direkt mal hier Ausrüstung. Schwertkämpfer, sehr geil. Hier, Schwertkämpfer, kriegst du direkt das hier. Und du kriegst auch die Nahkampfausbildung. Und dir machen wir auch noch ein Schild. Genau, lauf erstmal. Ach, von da kommen sie auch, oder was? Alter Falter, was geht denn hier ab? Ach, du bist doch ein Idiot. Wo gehen die denn alle hin? Was machst du da? Darf ich mal fragen, was du da tust? Wo zur Hölle rennst du hin? Willst du jetzt ernsthaft das Blättchen? Ja, das ist natürlich essentiell wichtig, mein Freund. Ah, okay. So. Geh mal schlafen. Ich
frag mich, wieso die da einfach durchgraben konnten. Oh, die haben die Tür kaputt gemacht, oder was? Direkt mal wieder einbauen. So. Wir haben Tag. Okay. Habe ich nicht verstanden, wieso die das jetzt gemacht haben. Aber gut. Du gehst schlafen, du gehst schlafen, du gehst schlafen, du gehst definitiv schlafen. Die darf nicht gerade zu zweit in einem Bett, sind das Doppelbetten? Ah, na klasse. Hätte ich also einfacher haben können. Jetzt habe ich so viele Betten gemacht und die können zu zweit in einem liegen. Na gut. Na, dann habe ich ja wenigstens für die nächsten auch noch genug. Dann haben wir vorgesorgt, so. Einer ist gestorben, aber bitte nicht der Bogenschütze, oder? Wer ist gestorben? Der Bogenschütze lebt auf jeden Fall noch. Leto, der Leto ist aus Witcher 2 entflohen. Ah, ich weiß, wer gestorben ist. Hier unser Fischer. Na gut. Müssen wir wohl verkraften. Nun gut, liebe Freunde. Ich denke, das reicht jetzt auch erstmal. Wir haben ja sehr, sehr viel geschafft, oder? Also, ich bin mal gespannt, was für Tipps ihr mir geben könnt. Ich weiß, das ist ja alles irgendwie noch nicht so ganz so fertig. Aber ich finde, wir kommen sehr, sehr gut voran. Wie gesagt, ich freue mich auf weitere Tipps von euch. Und bin gespannt, wie das weiterhin bei euch ankommt. Ja. Ich freue mich, wenn ihr dann auch morgen wieder einschaltet zu einer neuen Folge Let's Play Craft the World. Hier bei mir auf dem Kanal JaboLP. Noch kurz Werbung in eigenem Interesse. Unten in der Videobeschreibung findet ihr einen Uploadplan, eine Wunschliste und die Facebook-Fanseite. Und alles darüber könnt ihr euch ja gerne mal durchlesen. In der Wunschliste könnt ihr eure eigenen Projekte eintragen. Und auf der Facebook-Fanseite, falls ihr keinen YouTube-Account habt, könntet ihr uns zum Beispiel auch ein Gefällt mir geben, damit ihr auch dort immer auf dem neuesten Stand seid, beziehungsweise damit ihr dort auf dem neuesten Stand seid. Und im Upload-Plan seht ihr immer die neuesten Projekte von uns, von Steffi und mir, auch mit Uhrzeit. Und wir sind eigentlich zu 99% pünktlich, was das angeht. Also da kann man sich eigentlich drauf verlassen. Jetzt also immer um 15.30 Uhr Craft the World, 15 Minuten. Ich hatte ja vorher 10 gemacht, weil es ein Early Access Projekt war. Aber jetzt habe ich es als normales Projekt eingestuft. Das heißt, die anderen Projekte werden jetzt erstmal nicht kommen, sondern wir spielen jetzt erstmal nur Craft the World. Denn ihr habt euch das so gewünscht. Mehrere Leute haben danach gefragt. Jetzt haben wir es also als Vollzeitprojekt. Ich freue mich drauf und wünsche euch noch viel Spaß. Bis morgen. Tschüss. Macht's gut.